Hallo Leute zu Audiokommentare zu Filmen, die niemand guckt und wahrscheinlich auch niemand außer mir besitzt. Heute Journey to Promethea und der hat sich schon gemeldet, der Hawk. Prost! Hallo. Wir werden trinken, wir werden furzen, wir werden uns am Sack kratzen während des Films und wir werden den Film auseinandernehmen. Also wir haben festgestellt, ich werde saufen. Wir haben festgestellt, Billy Zane sagt uns beiden was und wird wahrscheinlich der König sein. Und wir starten den Film einfach, wenn ich bis 3 gezählt habe. 1, 2, 3. Nein, das war jetzt noch nicht. Ich wollte euch nur verarschen. 1, 2, 3. Oh, ich sollte den Ton auch wieder einstöpseln bei uns. Oh fuck, ich höre nichts. Oh fuck, ich höre was, macht den Ton aus. Von denen habe ich noch nie gehört. Most Wanted Films. Doch, ich glaube schon. Echt? Oh, keine Ahnung, das war Need for Speed. Ja, da gibt es einen Teil, der heißt Most Wanted, das stimmt schon. Neuseeland? Sachsen-Anhalt? Nee, Sachsen-Anhalt hat nicht solche Wasserfälle, also muss es eigentlich Neuseeland sein. Das Fantasy-Land schlechthin, das wissen wir. Mittelalterland ist Sachsen-Anhalt. Okay. Das Schloss über den Wolken? Hogwarts. Ja, nicht wirklich. Und ein klassischer Mittelaltermarkt. Irgendwo. Ja, aber ja, zumindest so auf dem Qualitätsniveau von diesen Märchenfilmen, die ja eigentlich ganz okay sind. Ja, die sind schön. Auch die neueren sind da teilweise ganz okay, die sehe ich bei meiner Familie manchmal. Bis auf Erda auch eine Armschütze in der Rüstung. Ich glaube, die hatten keine Armpanzerung. Magic! Was? Ihr wollt meinen Schatz! Wieso lass sie ihn ausreden? Bluteffekte. Ich glaube, ich habe gesehen, auf wen der Geist übergeht. Echt? Most of the Dan Garcia Production Present. Dan Blablabla Film. Er ist eigentlich nur Promis, ja, okay. Ah, nee, da steht's. Das ist ein Land. Ich habe gedacht, es wäre eine Frau. Das kann man so ein bisschen danach aussah, weißt du? Ja. Billy Zane, Sam Murphy, Jessica Heap, ich schätze mal das Titenti, ne? Louis Harsoon S. Ari, Scott Schwarz S. Kronen, ich glaube, das ist Deutsch. Executive Don Garcia, ja, er ist Produzent, Autor, hat das alles. Director war nicht. Andrew Marcus, okay. Billy Zane. Könnte man aus Titanic kennen? Okay. Ja. Ich habe, glaube ich, mehr über Titanic vergessen, als andere hier wissen werden. Der spielt auch in Das Schweigen der Lämmer mit. Okay. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Pocahontas 2. Zurück in die Zukunft 2. Stimmt, da werde ich wahrscheinlich erkennen. Scorpion King 3. Oh Mann. Auf Anhieb.
So werde ich ihn aus Zurück in die Zukunft 2 kennen. Naja. Ist auch egal, auf jeden Fall habe ich den Namen mal gehört. Ich glaube, der war eigentlich auch Musiker im Original oder so. Ja, steht nur als Schauspieler drin. Ja, Schauspieler. Sieht irgendwie aus wie Hitman. Aber ich weiß, dass es das nicht war. Der König hat viele Frauen. Wen wundert's? Wow. Buh! Buh, köpft ihn! Ja. Keine. Wirft jetzt ein Messer? Wahrscheinlich. Ja, war klar. Hättest du nicht gleich in den Kopf werfen können. Aber ich gebe zu, für so einen Film nicht schlecht gemacht, die Szene. Ja. Und die Frauen sind auch nicht, also sie sehen ein bisschen aus wie vom Rent a Bitch Bus. Made by Michael Mittermeier. Immer so diese krassen Fantasy-Namen, die sich eh keiner merken kann auf lange Zeit. Ja. Die da an der Seite sitzt, könnte auch, also den hast du nicht gesehen, könnte die gleich wie die Elfe in Dungeons & Dragons Film sein, im ersten. Das finde ich sehr lustig. Wir haben auch schon mal Dungeons & Dragons zusammengeguckt. Zwei oder drei Stück. Echt? Ich glaube ja. Auch den mit dem Zwerg, den der Helm an den Haaren klebt und so weiter? Nee, den nicht. Den haben wir den ersten nicht gesehen und da spielt eine Elfe mit, die meine ich. Das könnte sie sein. Stimmt, dann haben wir nur den, der hier noch hinten steht, bei dem Regal. Ja. Und den dritten, der irgendwie auf Amazon war, geguckt. Ja, genau, den haben wir geguckt. Der erste hat ja zwei Karrieren zerstört. Nicht quatschen machen. Beschreib's ganz gut. Boah, er musste ein Gespräch führen. Viel Sprechrollen, merke ich. Ja. Die sieht immer noch genauso aus wie vorher. Ja, wie schon. Boah, was für eine Stimme. Boah, die Stimme passt so gar nicht zu dem Typen. Wollte sie auch vorher nicht. Glaube ich auch nicht dran. Das wäre doch in eurem Sinne, wenn er ihr aufhilft. So, ich habe so eine Vermutung, wer der legendäre Krieger ist. Könnte an den Magic Blitzen beim Zuschlagen liegen. Dem, wo der hingefallen ist. Das war extrem nötig. Die Armee aus 5 Leuten.
Das ist Chinese. Ika. Verzeihung. Mahlzeit. Gulasch. Ja. Krasse Stiefel für ein armes Volk. Das sieht nicht allzu arm aus. Nö. Also, zähl die Stiefel haben wahrscheinlich 200. Oh Gott. Die hatten damals natürlich Euro. Jeder weiß, Euro ist die einzige Währung, die je existierte. Also der Hut sieht nicht sonderlich abgenutzt aus. Hm. Natürlich. Erstmal schiffen. Oh Gott, das Huhn! Das Killerhuhn! Essen. Es ging in Flammen auf. Nee, es ist das Magic-Huhn. Oh, schmeiß dich einfach drauf, Junge. Wird denn nicht schutzig, dass ich einen Huhn teleportieren kann? Wow, die Hände. Ach so, also war der Bruder das doch nicht, sondern die Schwerteffekte sind einfach immer da. Ja. Ah, ich mag die Kutte. Rein und weiß. Ja. Nur die Maske von dem Typen ist nicht schlecht. Man muss ja ein paar Sachen oben hervorheben, ne? Ja. Also ist bis auf die beiden bis jetzt nicht komplett scheiße. Na ja, klar. In dem einen. In ein paar Stunden. Wenn die ihre Figur halten und sie die ganze Zeit da nur liegen und essen. Keine Ahnung. Was meinst du, wie viele von denen sind nebenbei Pornodarstellerinnen? Also mindestens die Hälfte. Ja. Ein Haas. Er versucht's doch gerade. Echt? Der hat Nonsens gesagt. Ja. Nonsens ist durchaus ein normaler Begriff. Auch finde ich schön, dass es benutzt wird. Ja. Okay. Er wird fertig gemacht. Und ist sein Onkel oder so. Glaube ich eigentlich dran. Haha. Ja. Hat natürlich keiner vorausgesehen.
Ari ist ein total männlicher Name. Natürlich ist er auch noch der Prinz. Er ist Prinz, er ist der Auserwählte. Er hat wahrscheinlich bald ein magisches Schwert. Hat eine Party aus Leuten, die alle ohne ihn nichts können. Nicht Jumbo Schreiner. Nee, Jumbo Schreiner wiegt nochmal 200 Kilo mehr. Hätte übrigens die Welt durchgespielt. In jeder Stadt Deutschlands. Sympathischer Typ. Ich komme von da und wir nach da. Eine Frage. Viel Spaß. Ja. Sonst wäre der Film vorbei. Das ist schon lustig. Was? Keine Ahnung. Der wollte seine Mutter vögeln? Er lässt es. Gut, gut. Wenn du sterben willst, dann am Ende des Films. König ist selten der beste Kämpfer. Ja, das stimmt. Eigentlich meistens ist er gar kein Kämpfer. Außer der Herkules. Stimmt. Der hat eine Peitsche. Ja. Den Film haben wir vergessen. Ja, darum. Das war nicht der König, der die Peitsche hat, das war ja der Hauptmann. Die sahen sich bloß extrem ähnlich. Stimmt, aber in dem Gewürz war es erst der König, die benutzt hätte. Nee. Das versteht alles auch nur, dass derjenige, der auf den Z-Log geguckt hat, und nicht nur diesen Audiokommentar. Du musst den Ding ja danach machen. Hochladen. Ja, mache ich ja. Aber es ist ja so eine Kombination aus Sachen, die da ein bisschen verwirrend sind. Ja. Weil wir da ja so ein paar Wochen zwischenliegen können. Also. Also ich mochte den König das ganz gut. Ich hoffe, die sehen. Den wir ja aus ganz vielen Filmen kennen. Könntet.
Der hier eine Perücke trägt. Was? Der hier wahrscheinlich eine Perücke trägt. Wäre anzunehmen, wenn er so ziemlich eine Glatze hat. Ja, so wie die Haare aussehen auch. Warum hat er eigentlich Indianerstiefel an? Oh, ja. Stimmt, Indianerstiefel trifft das ganz gut. Hat nichts anderes mehr. Ich meine, das Oberteil sieht auch eher aus wie ein T-Shirt. Ja. Mit zu langen Ärmeln. Ich auch schon wieder. Und der Typ mit dem gelben Gesicht auch. Ist ja erwachsen. Noch brauchst du seine Hilfe. Geht so. Nee. Ich enthaupte dich mit einem Schlag. Mit meinen Händen. Blowjob. Oh nein. Ach, jemand hat die Nebelmaschine im Dorf angemacht. Weißer Rauch? Oh nein! Oh mein Gott, er hat orange Augen. Ich bin nicht sicher, ob sie diese großen Schwenke mit diesen riesigen Wald, mit den Bergen und so weiter einfach irgendwie aus irgendeiner Doku geklaut haben. Könnte sein. Oh wow. Albrecht. Allein dieser Eingang. Wie Haus. Tintina. Mädels, zieht euch noch weniger an. Der Held kommt. Ja, von dem einen da und dem anderen. Wir haben nie den Namen erwähnt. Das sind einfach die Götter. Guck mal, Waldhexen. Guck mal, da hängt ein halbes Rind. Naja, konnten sie sich nicht leisten. Aber die haben was gefunden im Gegensatz zu dem tollen Jäger. Ja. Willst du eine Scheibe?
Gleich um. Das sind noch. Wie diese Wachen, die nur einen Brust, nur einen Kürass tragen. Brustschutz. Nicht zwingend Kürass. Diese extrem stylische Leggings. Und Sandalen. Habe ich schon gesehen, sie tragen auch Helme. Und der eine sitzt auch noch ganz schön schief. Ah. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, wenn ich schon gar keine Panzerung trage, dann definitiv nicht so ein Helm, der meine Sicht komplett einschränkt. Das sind eher noch ein Nachteil als ein Vorteil. Ja. Guck mal, er hat eine Tarnfarbe an. Gelb? Und die anderen könnten sich im Harem verstecken. Da würden sie nicht auffallen. Ja. Lichteffekte. Das sah ja fast qualitativ so hochwertig aus wie die Videos, die wir letztens gemacht haben. Hey, die haben die Hellseher geköpft, was soll denn das? Ja, wer ein Köpferin, hast du dich zugehört? Ja doch, aber stimmt. Halt die Fresse. Vor allem, es ist doch wahr, der Junge war sogar bei der Hinrichtung dabei. Sag doch Hexen. Bah, Fantasien. Deine Mutter. Geht okay, das schon wieder los? Was? Ich will bloß noch, dass er irgendwie die Bibel zitiert. Kommt noch. Und dass jemand seine Last ablegt, um ein Schwert mitzunehmen, weil dein Schwert keine Last ist. Vielleicht kommt ja auch noch Iggy. Das finde ich jetzt gerade super lustig. Würde der fiese Iggy vorbeischauen. Ja, später. Der hat seinen Bolzen übrigens angeklebt. Der hängt die ganze Zeit gerade drin. Was sind doch? Ey, so ein angeklebter Bolzen ist nicht sonderlich praktisch. Der Kleber löst sich doch mit der Zeit. Ja. Tritt doch einfach den Lattenzaun da ein. Die Tür sah nicht sonderlich stabil aus. So wie sind aus. Dann ist doch was. Huhu. Sah das aus wie du?
I. Ich glaube persönlich hat da ein Uranlager der König, dass die Leute alle so aussehen. Sieht man. Ja. Bisschen. Sache ist, ist das ein Fantasy-Volk? Irgendwie? Also dieser Gelbe scheint ja auch irgendwas zu sein. Ich habe keine Ahnung. Was wird halt gar nicht benannt. Aber scheint auch keins zu wundern. Der auch? Das ist ja der Bruder von dem anderen. Achso. Das war der, der am Anfang auf die Leute losgegangen ist. Mach doch. Schon wieder? Naja. Aha. Ja, das Schwert auch nur dabei, um es ihm zu geben, oder? Ja. Aber es ist ja irgendwo nur seine Armbrust geschultert. Ja, die Bewegungen sind immerhin ganz gut. Von der Frau und von den Typen. Die von den Typen sind auch ganz okay. Ja, es ist. Ja, braucht uns daran halt. Ja. Das hat meine Mutter eine Zeit lang gemacht. Und wie. Bei so ganz vielen Sachen, wo irgendwelche Kampfszenen gezeigt werden, wo keine Profis am Werk sind, zeigt man die Beinarbeit nicht. Oder nur ganz wenig. Ja. Weil sie es nicht können. Ja. Achte ich seit Jackie Chan drauf. Der hat das mal entweder in dieser Doku, die ich öfter mal erwähne, oder in einem Interview gesagt. Ja, Doku. Ah, da, jetzt zeigen sie es mal. Ein bisschen. Weil in den meisten Filmen sind einfach nur ganz viele schnelle Schritte und keine Beinarbeit. Ja. Ah, das geht sogar, was sie da gerade gemacht haben. Ich glaube, die haben sogar so on the fly geübt, wirklich. Ein bisschen, ja. Und hatten auch wahrscheinlich keinen richtigen Choreografen dabei. Habt ihr eh gesagt, der reist nur nachts? Kann ich auch nicht. Ja, wenn sie nicht isst, muss er auch nicht kacken. Ist es ja aus meinem Babysitter? Die nee. Blonde? Ich glaube nicht. Der Film ist, glaube ich, viel zu alt, als dass die das sein könnte. Wann ist denn der? 2012.
Jetzt, nee, 2012 war das Copyright für diese Edition hier. Ich schätze mal, der Film ist irgendwann 2001 oder so. Also Earthsea ist schon ziemlich alt. Steht natürlich nicht weiter drin. So ähnlich aus. Ja. Ich meine, aber sie sieht auch ein bisschen aus wie die andere. Nee. Nee, nur so vom Stil her. Erinnert sie ein bisschen an die Kumpeline da. Hab da extra erst das Feuer gemacht und dann geht auch schon wieder los. Und die macht es nicht aus, weil ihr den Wald brennen sehen wollt. Moment, der hat mit dem Schwert einen Fisch gefangen. Ja, warum nicht? Ich meine, geht aber so irgendwie so ein bisschen. Aber so bestimmt nicht. Ach so. Okay. Wie ist der Film? Der hier. Ja. Journey to Promethea. Wenn es dazu überhaupt einen richtigen Eintrag gibt. Ja, zumindest IMDb müsste drin sein. Oh yeah. 1,9 von 10 Sternen. Ah, 2 von 5. 2011. Echt? Ja. 22. April 2011. In Deutschland. Ja, aber trotzdem. Ja, der sieht einfach deutlich älter aus. Bei einem Blondie ist jetzt ein bisschen schwer auszumachen, ne? Ja, müsste die sein. Keine Ahnung. Vielleicht ist die andere da oben. Die da? Das ist ja schon mal super gut, die Filmografie. Auch nicht. Keine Ahnung. Tja. Das ist einfach bloß Random Blondie 2. Fantastic Four. 4,3 sind deutlich zu viele Punkte. Das ist der... Das ist nicht der König, nein. Nicht? Ach, der Bruder. Was ist das? Ich? Vom Namen? Drayden. Achso, nee, denn, nee, das war der am Anfang. Entschuldigung. Das hier ist der Bruder. Wer war denn Drayden? Drayden war der super tolle König am Anfang, der mit Leuchteschwert. Achso. Der dann den Goldwatcher-Move gemacht hat.
Ja, irgendwann, sicher. Ich könnte jemand einfach bloß jahrelang niemanden zum Quatschen. Hör mal, sie wollen die Unterwäsche. Was hast du erwartet? Na, nichts. Also, so. Nichts drunter. Damit das Mittelalter ist? Naja, doch, Unterkleidung gab es. Sie sah halt bloß nicht so aus. Haha. Der Buschmensch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh nein! Latina Braut ist tot. Man hat ihren perfekten Bauch zerkratzt, der keine Muskeln hat. Das Blut ist schon getrocknet. Ging aber schnell. Ja. Ich meine, bei ihr ist es ja in dem Moment, wo es aufgespritzt ist, getrocknet schon. Die sind so heiß. Schon klar. Und so trocken. Also es wird einfach in den Körper gesaugt worden. Heiß und trocken, die sind nicht feucht. Ja, das könnte da hinkommen. Oh. Blut war ja auch die Feuchtigkeitscreme des Mittelalters. War das nicht Teammatch? Ja, wahrscheinlich schon. Das war aber Antike mit. Ah ne, Eselsmilch war Antike. Mit Kleopatra. Habt ihr irgendwas erzählt, dass da wirklich ein Mensch ist? Oh. Och so. War ja klar. Ja. Danach ist er Jäger geworden und bildet jetzt sein Bruder ist. So ungefähr. Also viele Leute, die dieser König umbringen ließ. Hat er überhaupt noch welche? Also ich meine, außer den Rent-a-Bitch-Bus? So 3, 4 oder so. Dann davon ist hier Jumbo. Ja. Jumbo Orange Eyes. Der übrigens Scott L. Schwarz heißt. Ja. Der Charakter heißt Kronen. Und da oben der andere Dicker Glatzkopf ist der, den wir gerade gesehen haben.
Denkst du mal? Ja, schätze ich mal. Keine Ahnung, wer es ist. Zum Beispiel Hasen. Lecker Fuß. Ich dachte, du bist schon tot. Arschloch. Also bis jetzt ist er halt einfach nicht spannend. So gar nicht, ich schlag gleich ein. Der geht nur 83 Minuten. Da sind wir schon über die Hälfte. Hey, Richtfest! Oh. Also an und für sich, diese Grundgeschichte ist ja theoretisch okay. Nur ist es halt Fantasy der Film. Auserwählter, altes Volk, tyrannischer König. Blablabla. Am Ende wird er getötet und der tolle Held, der vorher ein Bauernjunge war, wird zum König. Und ist dann garantiert ein viel besserer König, weil er hat ja tolle Leute, die ihn ausgebildet haben. Der König ist natürlich auch immer ein Riesenarschloch, der voll da ist. Ja. Ich möchte allen an der Stelle mal das Video König grundlos böse von 2MG empfehlen. Das beschreibt dieses Problem eigentlich ziemlich perfekt. Auch wenn es eher auf RPG-Maker-Spiele bezogen ist. Das können wir uns dann eigentlich mal angucken. Das ist spannender als der Film. Ich glaube, das haben wir schon geguckt. Echt? Ich finde das super. Ja. Dialekt. Ja. Tschüss, Bitch, Big Bitch. Jetzt, könnt ihr euch mal waschen? Selbst mal ganz ehrlich, wenn das so große Kriegerinnen sind, wie hier behauptet wird, wieso kommt keine von denen auf die Idee, mal ihr Schwert sauber zu machen? Keine Ahnung. Blut auf dem Schwert ist scheiße, weil es verklebt, es wird stumpf und es rostet. Das sind keine schlauen Kriegerinnen. Ja, aber es ist so Standard. Das wird dir an Tag 1, so fliegst du deine Waffe, erklärt. Wurde denen aber nicht erklärt. Ja, aber auf die Idee kann man auch selber kommen. Weil wir so hier, kommt, habt ihr Schwert da, kämpft. Nimm das Schwert mit. Ja, sie ist auch sauber, nicht für die anderen. Die sind alle sehr schmutzig. Oh, sind die dreckig. Anscheinend ist es England. Nö.
Das ist der Druck auf den Darm, Alter. Boom! Full Power! Wow. Muss ich sie jetzt nochmal sehen? Ich hoffe nicht. Guck mal, eine ist Putze. Ja. Die anderen müssen nur da liegen. Ich mal. Nicht quatschen machen. Bringt er jetzt Kinder um, weil er ein Arschloch ist? Das wäre cool. Diesen Zwerg. Sehr, sehr schön. Der, ja, das war. Da ist ein Junge, da ist noch eine ganze Armee. Und ein Haufen Frauen. Die bisher, glaube ich, kein einziges Mal geredet haben. Nö. Müsste ich schwer auf Dummness? Nee, auf Holiness! Außer er ist der Böse, eigentlich. Und der andere, der. Das sind die ganze Zeit immer nur die Wahnvorstellungen von dem anderen. Du wolltest doch da unbedingt draußen mit dem König reden. Warum wärst du nicht denn jetzt so? Das ist deine Chance, Mann. Du bist das Supertalent. Voll gegen den Helmboxen. Kommt mal ran auf den Meter. Ich speise euch die Nippel ab. Viel Spaß. Ihr macht ständig Pause. Ihr sitzt ständig irgendwo rum. Was für kleine Anspringerin. Ich habe bloß ständig Angst davor zu schwimmen, weil meine Frau ertränkt wurde. Ja, natürlich. Der Zwerg schon wieder. Im Bademann, wie es jetzt scheint. Aha.
Ist das nicht deine Schwester? Müsste sie ja theoretisch. Wenn, wenn sein Großvater der König war, vielleicht ist auch seine Tante. Also, ist sie nicht die Enkelin? Das ist seine Cousine. Ja, Cousin und Cousine ist ja wieder okay. Na dann. Doch, die Tante. Irgendwie sowas. Ja, er kniet vor dir. Soll ich auch mal testen? Ja, merkt man, der ist auch überhaupt nicht total, der ist total wütend die ganze Zeit. Und ist nicht gerade losgerannt, weil er Titten gerochen hat. Man muss ja ewig lang gebraucht haben, um da hinzulaufen, dass die alle wieder aus dem Wasser und sich angezogen haben und schon so weiter und dann da saßen. Jetzt lacht sie plötzlich nicht mehr. Wow, ist der schnell. Ein Zauberer, der kann sich teleportieren. Ach stimmt, der war das Teleporterhühnchen. Ich hab's vergessen. Wo ist der Schwert her? Das hat er schon die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt, seit er wieder bei der Prinzessin ist. Okay. Lightsaber. Ernsthaft? Nee, nee. Gut, dann eben doch. Meint ihr das ernst? Ja, reicht. Wow. Sorry, wenn ich euch töte mit meinem Lachen, aber wow. Nee. Einfach nee. Ich bin nicht der aus dieser... Wie kommt ihr auf die dämliche Idee, Alter? Ich bin königlichen Blutes und ich ziehe los, um meinen scheiß Bruder zu retten. Mehr bin ich nicht. Oh, bedeutet der Wette. Geile Sache. Ein Schwachsinn, ey. Ja, aber sie haben sich immerhin eigentlich mal sauber gemacht, ja. Vielleicht sind sogar die Waffen sauber. Mit Seewasser. Statt die einfach mal ordentlich vorher abzuwischen, als das Blut noch nicht vertrocknet war. Hätte euch ablecken können. Ja gut, aber dann sind meine Geschwister nicht verwandt. Dann heißt sie können. Knaller bis zum Get-No. Was ist eigentlich mit seiner Nase passiert? Der ist betrunken. Ja, ist echt, sie ist auch verprügelt wurde in der Zwischenzeit. Vielleicht war er zwischen ein paar Schinken eingeklemmt oder so. Ich meine, er könnte es ja, er ist der Auserwählte. Du warst bei der scheiß Hinrichtung. Du warst bei der verdammten Hinrichtung dabei. Oder ist das alles Jahrhunderte später? Ich glaube nicht. Ah ne, war ja 18 Jahre, wurde er gesagt. Ja. Ah ne, 8 Jahre.
Ja. Der war bei der Scheiße nicht. Das ist 8 Jahre her. Wir reden darüber, als wäre es 1000 Jahre her. Da im Wald fangen sie. Er war 1,80. Schön. Ja, aus der Wetter. Geh Feuerholz sammeln. Gib ein paar EXP. Und Holz. Und Rohstoffe. Holz. Ja, du kannst dir mit dem Minispiel einen Floß bauen, um über den Fluss zu kommen, um deinen Bruder zu retten und auserwählten Sachen zu tun. Oh, ich mag den Typen. Ach, Jumbo, da sind keine Trüffel und keine Schweine. Außer dir. Da ist die Pizza. Ich hab sie gerochen. Der hat weder Trüffel noch Ach so, Schweine. Achso, ich sag gerade, dass er die Haare Gebeine hat. Aber es sind die Haare von der anderen. Ah, die sind ihre Arme. Sag aus. Oh, was hab ich denn da gesehen? Keine Ahnung. Ich glaube, der Typ gerade hat einfach nur den Liefertypen gerochen, der die Pizza bringt. Ja. Nein, wir machen uns nicht um ihn lustig, weil er dick ist, sondern weil er wirklich aussieht wie Jumbo Schreiner. Besteig ihn, go! Ja, natürlich. Vorhin hast du ihn noch ausgelacht. Jo. Du warst ja dabei, jetzt, als ihr es festgestellt habt. Nein, dann wärst du bloß einer, der den König gevögelt hat. Ja, nein. A, B. Nö. Was? Ja, genau. Ja. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil Drama. Ja, und? Das ist bescheuert. Nee, der wollte mich nicht vögeln. Ich renn weg. Ich renn weg und hasse dich jetzt, euch alle, weil ich nicht Königin sein darf. Obwohl ich nie Königin geworden wäre. Die stirbt doch eh gleich. Oder sie geht in den Harem vom König. Oder sie legt sich mit Jumbo an. Könnte sie noch tolle, tolle Kriegerin. Echt tolle Kriegerin. Ist ja fast so gut wie meine Warhammer-Charaktere. Ah, Elfenkacke. Mehr so ungefähr. Oh, da hat auch noch so eine Strickpullis runter. Da konntest du den echt mal von Namen sehen. Emma, siehst mal so, wenigstens eine von diesen, die hat eine richtige Sprechrolle. Nachdem die andere tot ist. Ein bisschen. Ja. Der pinkelt gerade. Die pinkelt nicht. Ja, was du bierst. Entschuldigung, aber. Ja, er ist traurig, aber es, bei den Geräuschen hätte es beides sein können. Guck mal, den Gesichtsausdruck auch. Und der kommt gerade von hinten. Ich dachte, wir werden trinken, wir werden furzen. Hä? Hä? Der verträgt die Landluft nicht. Ich meine, da war gerade ein bisschen Feuer, aber hä? Da fehlt eine Szene, oder? Keine Ahnung.
Wenn der Auserwählte erwacht, muss er sterben anscheinend. Aber wo ist die Verletzung her? Ich stehe jetzt in Kastanien auf den Kopf gefallen. Er muss definitiv eine Szene fehlen. Folgt der Sonne, also musst du auch wieder umdrehen mitten am Tag. Hör auf so einen Kreis. Und wir sparen so Leute. Wir verrecken bald alle. Der Schusswunden? Ich hab keine Ahnung. Das sieht man. Ich weiß auch nicht. Also, bis jetzt konnte man ja zumindest der Handlung relativ gut folgen, weil es kaum eine gab. Jo. Ja. Einfach hinnehmen. Ah ja, die Tante. Sie ist ja weit hingefahren und deswegen hat sich. Wo den Wasserkrug her? Den hatte die ganze Zeit bei sich. Ja, sicher. Da ist jetzt Urin drin. Wäre cool. Nur weil sie den Erstbesten springen wollte, damit sie Königin werden kann, ist noch lange keine Hure. Doch. Das ist das Problem. Anscheinend. Was hast du denn erwartet? Von Jumbo. Also insgesamt. Das war klar, dass man die Szene so andeutungsweise sehen musste. Was, warum muss man denn immer noch sehen? Der hat doch jetzt eigentlich keinen Zweck mehr. Hat das Kostüm zu viel gekostet, die Maske? Der Typ. Das sah die schon die ganze Zeit so aus, weil der hatte die noch hellere Haare. Was, wer? Die eine von den Kriegerinnen. Ist mir aufgefallen, dass niemand eine Schwertscheide hat? Wozu denn? Unnötiges Gewicht. Ja, praktisch. Vor allem sie hier, die laufen die ganze Zeit mit dem Schwert in der Hand rum. Okay. Sehr schön. Stein. Dann nimm man den Isch. Allein. Oh ne, mit. Mit Roti 1 und Brunetti 2.
Ja, das ist okay. Von der Choreo her. Ja. Die zum Beispiel. Renn doch einfach zu dem Scheißstein und mach fertig. Hat er gerade seine eigene Leute abgestochen, abgehackt? Ne, der ist so breit, der kommt doch nicht durch. Brüderchen! Er lag 3 Wochen im Knast, oder so. Oder war das alles ein Tag? Aber was für ihn ist eine hübsche. Die er da hatte. Irgendwann mal. Ja, sie ist eine hübsche. Gutes Timing. Wie ist was? Es sind nur noch 2. Ja, und? Guck mal, der eine hat so viel Dreck an. Haha. Anscheinend doch. Interessant. Soll jetzt noch ein paar andere werden, die dich jetzt einfach von hinten abstechen könnten. Er ist ein großartiger Kämpfer. Warum mussten die beiden Kriegerinnen jetzt so nebenbei von dem gleichen Typen abgeschlachtet werden? Keine Ahnung. Excalibur! Promethe ist einfach so ein Nerd-Keller. Das ist der erste Nerd. Okay. Hey. Hä? Okay. Guck mal, das Schloss ist plötzlich anders. Das ist gar kein neues Land, das ist einfach. Oh ja. Sicher. Das hatten wir schon. Alter Charmeur. Wann hat er sich angezogen? Von den Klamotten her. Von da drüben. Keine Ahnung. Die wurden da jetzt 8 Jahre einfach durch die Gegend oder 10 Jahre einfach durch die Gegend getrieben anscheinend. Warum sind sie nicht einfach alle abgeschlachtet? Das wäre doch viel einfacher gewesen, ne?
Matthew Keefe hier, ja? Was sagst du dazu? Und du, Michael Thompson. Oh, Michael Thompson ist aber ein Name, der im Griff ist. Aber wahrscheinlich nicht, ist das nicht die gleiche Person. Wahrscheinlich nicht. Oder ja, Heiliger Gabriel, ja? Also das ist schon... Und Michael Thompson schon wieder, ja? Und Powell! Ah, also, hier laufen die Credits durch. Die Credits. Ich muss das ja mal ein bisschen sechseln. Sechseln mal ein bisschen. Nee, reicht schon. Ja, war jetzt nicht so geil. Ja, eigentlich schon, ne? Was soll man sagen? War jetzt echt nicht geil. Also, wir haben eigentlich. Der Film ist ab 16, okay, ja, es sind ein paar Blutspritzer. Special Effects, die hatten Special Effects? Ja, leuchtende Schwerter. Und die Verwandlung am Ende von dem Gesicht und als der Gnom gestorben ist, sind doch sowas weggeflogen. Ja, schon klar. Weil Special Effects hat zweimal aufgeführt. Nicht beide Namen drunter. Boom Operator! Naja, also. Ich habe jetzt nicht mit viel gerechnet. Aber ein bisschen mehr schon. Hab weniger bekommen. Sag mal, ich habe schon schlechtere Filme gesehen. Nicht so viele, zugegeben. Aber... Was für Tiere? Das Huhn und der Hase. Ja, es gab zwei Tiere. Hast du auch irgendwo ein Pferd? Nee, die standen da immer, ja. Ja, die standen da immer. Es gab kein Pferd. Es gab auch keine Hunde, auch wenn von Hunden geredet wurde. Das heißt, sie haben Blondie als Tier gezählt, das weiß ich nicht. Ach, da gab es drei. Stunt-Coordinator. Naja, Fight-Choreographer. Ja, Michael Mayhall. Ich sag mal, 50-50. Ein paar Sachen hast du ganz gut gemacht. Also, das muss man ihm lassen. Ein paar gute Bewegungen waren drin bei den Übungen. Das stimmt. Bei den Übungen, ja. Das war doch schon. Und der Ari, der hat zumindest kurz ein, zwei gute Moves gezeigt. Also das war in Ordnung. Ja. Wie gesagt, man muss ja ein, zwei Sachen lobend erwähnen. Wenn man Lust dazu hat. Ach, diese Namen. Ari und Aria. Das ist dir nicht aufgefallen. Dass sie dann vielleicht nicht so häufig und die ganze Zeit miteinander zu tun haben am Ende. Vielleicht nicht unbedingt fast gleich benennen sollte. Irgendwie schon. Also anscheinend waren da welche verflucht, das waren die mit den Matschfressen. Aber was war das Kleine? Der war einfach da. Ich bin der magische Seher. Blablabla. Lebens Konkubin. Moment, also, Candy Brooks, Priscilla Primal, Sherry T. Bordeaux, Angela Fonte und Ormondson, und die Ormondson Twins. Müsste man mal nachgucken, wie viele Pornos es mit denen gibt. Angela Fonte, nehmen wir einfach mal Angela Fonte und gucken, ob die Pornos da stehen. Achso. Schauspielerin. 21 Jump Street hat es auch mitgespielt. So aktuelle Filme. Nee. Ah, also das ist doch okay. Also wahrscheinlich nur so Nebendarstellerin oder so, aber ja, das geht ja dann noch. Aber ein paar von denen wirken halt wirklich dann einfach so wie, ja, ich krieg nur Rollen, wenn ich mich ausziehe. Ja, anscheinend. Die anderen sind nicht mal aufgelistet. Oder es gibt zwei davon. Und das ist die Unbekannte. Celtic Media Center, die haben wahrscheinlich die Waffen zur Verfügung gestellt, weil es waren Keltenkreuze in den Waffen. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Also, da, 2009 produziert anscheinend. Hat 2 Jahre gedauert, den rauszubringen. Naja. Ja, das war's. War anstrengend. Ja, anstrengend ist der richtige Begriff. Oh. Vor allem, wie einfach mal der Hauptcharakter nicht auf dem Cover ist, ja. Also, außer mit meinem Namen. Ist er nicht hier vorne da?
Nee, nee, das ist der alte. Das war der, der am Anfang. Krieger, so, ja. Der mächtige Krieger, ja. Ja, ist doch nicht schlimm. Naja, also. Aber immerhin ist Billy Zane drauf, ja? Ja, Billy Zane ist drauf und einer mit Titten und einer, der aussieht wie der Hauptcharakter aus Valhalla Rising. Bloß, dass Valhalla Rising so ein guter Film sein soll. Ja, ich würde sagen, das erfüllt grandios die Voraussetzung, unter der ich diese Reihe gegründet habe. Filme, die niemand kennt und niemand gucken möchte, aber wir machen einen Audiokommentar dazu. Macht's gut, Leute. Gehabt euch wohl. Euer Sammy und der Hawk. Ja.